Ich glaube, da hat gerade wieder jemanden aus Wut zerquetscht. Oh! Wo sind wir? Wo bin ich? Ich dachte, du bist oben. Scheiße. Ich dachte, du bist oben. Oh, ist er schneller? Ist er schneller geworden, weil er uns gesehen hat? Ich glaube, er ist schneller geworden. Ich habe ein bisschen zu viel Selbstbewusstsein gehabt bei dem Typen. Der ist schneller, wenn er näher dran ist. Ne? Kann das sein? Jetzt stirbt doch endlich! Ja, das können wir nutzen. Komm schon, komm schon, komm schon. Du bleibst da hocken und ich gehe raus. Ist er wieder aufgestanden? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Zeit für dich, Zombie, okay? Ich habe wirklich keine Zeit, Zombies. Ich meine das todernst. Was ist denn das hier? Das Zahnrad! Gut, dass ich es mitgenommen habe. Warum mache ich das? Oh! Gehen wir jetzt auf den Glockenturm, oder was? Ein Brief. Der Reparaturplan. Ort, Polizeistation, westlicher Uhrenturm. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparatur anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherheit der Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. Ich meine, wir haben es gerade repariert. Easy peasy. Kein Problem. Haben Sie das Elektroteil rein? Nein. Wir brauchen noch so ein komisches Radding. Das ist bestimmt auf der anderen Seite irgendwo. Ja, hätte ich erstmal auf die andere Seite laufen sollen, bevor ich hier hingegangen wäre. Aber wenn der Typ hier kommt, dann bin ich am... Ja. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann habe ich wirklich keine Ahnung, wohin. Was ist denn das? Nochmal Schießpulver. Nice, wir sind voll gut dabei, die zu finden. Ich habe bestimmt schon voll viele übersehen davon, aber... Ansonsten... War der Raum nur dafür da? Das ist irgendwie enttäuschend. Bitte lass den Typen nicht hierher kommen, weil wenn ja, dann habe ich, glaube ich, Probleme. Ich glaube, der ist direkt neben uns gerade. Wenn ich die Glocke anmache, kommt doch jeder Zombie. Da ist schon wieder so ein Elektroteil. Was ist das? Kleines Zahnrad. Das brauche ich aber nicht für unten, oder? Die Kanten sahen anders aus. Warum müssen wir seine Glocke reparieren? Was soll das? Doch, was ist das dafür? Oh, da können wir es da unten bringen. Moment, was habe ich da gerade gesehen? Ach, Brand. Okay. Alles klar. Brennen, verstehe ich. Kann ich hier rüber balancieren? Kann ich nicht. Oh, ich habe es gehört. Das war sehr nah. Ich habe gerade gar nicht so viel Angst. Dieser Mr. X-Typ ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich meine, er ist schlimm. Aber nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt hätte, dass er wäre. Und jetzt? Was habe ich jetzt gemacht außer Lärm? Was genau habe ich jetzt gemacht außer Lärm? Ich glaube, ich brauche ein anderes Rad. Wieso kann ich das irgendwie biegen, wie ich will und dann benutzen? Das wäre wundervoll. Warum darf ich das nicht? Ich weiß, so funktioniert das nicht, aber bitte. Ich will doch nur. Da komme ich gar nicht ran, ne? Und ich glaube, ich muss jetzt rausgehen auf die andere Seite. Das wäre meine einzige Möglichkeit. Und ich will nicht rausgehen. Vielleicht ist das hier ein Safe Room. Weil hier werden die Ecken ganz schön eng, um... was ist denn das? Achso, hier wird es wahrscheinlich runterfallen, denn, oder wie? Springen kann ich nicht. Ich hoffe, das hier ist ein Safe Room. Ich hoffe, das hier ist ein Safe Room. Ist das ein Safe Room? Bitte sei ein Safe Room. Bitte, 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 bitte sei ein Safe Room. Es ist ein Safe Room. Oh mein Gott, danke. Ich glaube, sonst wäre das auch ein bisschen OP mit dem Knuspertyp. Was ist das für ein Knuspertyp? Ich sehe Knoppers neben mir liegen. Tut mir leid. Er ist der Knuspertyp. Ach Mann. Ich will hier raus.
Immerhin, das ist ein Safe Room. Leon sollte langsam mal schlafen. Einfach hier hinlegen und ein bisschen ausruhen. Wahrscheinlich kann er das nicht bei so viel Aufregung. Das ist verständlich. Aber dennoch. Und ich würde gerne rausgehen, aber dieser Typ ist da irgendwo. Ich hoffe, auf der anderen Seite gibt es auch ein Safe Room. Das wäre beruhigend. Ha, es ist ein Safe Room. Du kannst mich mal. Du kannst hier nicht reinkommen. La 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 la. Aber ich würde gerne wegkommen. Ich kann es nur nicht. Naja, solange wir hier nicht wegkommen, gucken wir uns mal um. Was können wir denn sonst noch so machen? Wir haben keine wirklich Munition mehr. Ich glaube, ich habe sie alle an ihm verschwendet. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hätten tun sollen. Habe ich hier irgendwo was übersehen? Was man gebrauchen könnte? Dann lass mich was übersehen haben. Ich bitte dich, Spiel. Ich brauche Dinge. Ich weiß nicht mal, was für Dinge. Ich will einfach Dinge. Gib mir einfach Dinge, okay? Es gibt hier keine Dinge. Kann ich einfach aus dem Fenster springen? Lieber ein schneller Tod als das. Obwohl, wer weiß, ob der so schnell wäre. Ein fallender Tod immerhin. Ein ausgesuchter. Ich will nicht von Mr. X zerquetscht werden. Was, wenn ich einfach renne? Ey, er ist weg. Halt die Klappe! John! Ich hab's gerade rausgeschafft. Oh, ist die gute Muni, ne? Die will ich nicht verschwenden. John, du bist mir die gute Muni nicht wert. Bitte sei leise. Ich will nicht, dass der Typ wiederkommt, okay? Hutträger soll nicht wieder herkommen. Der macht mir Angst. Ich hab noch nie so viel Angst gehabt. Nein, Nemesis war schlimmer. Hutträger ist wieder da! Oh, ich dachte gerade ganz kurz. Ah! Moment, wenn wir hier sind? Habe ich irgendwo ein Teil vergessen? Die Tür, ne? Irgendwo brauche ich den Schlüssel. Wo kriege ich diesen Schlüssel her? Irgendwas habe ich übersehen. Oh Gott. Irgendwas habe ich übersehen. Und ich weiß nicht was. Ist das in den Tresoren drin? In den... War das dumm, hier rauszugehen? Kann ich hier... Ah, ich kann springen. Okay, alles gut. Irgendwo muss ich übersehen haben, dass da ein Schlüssel war. Oder irgendwas anderes. Brauche ich die Schließfächer? Ist hier unten noch irgendwas? Wieso lebst du wieder? Okay. Kann ich das wieder umdrehen? Ich meine, es bringt mir gar nichts, das zu tun, aber warum nicht? Ah, wieso lebst du wieder? Verdammte Frau. Ich weiß nicht. Alles, was da drin ist, habe ich... Ich könnte wieder ganz nach unten gehen. Zu den Autos. Aber die Frage ist, ob ich das sollte. Da finde ich ja irgendwo unten in einem Auto ein Zahnrad. Weil das hieß doch, der hat jemanden angeheuert. Vielleicht ist der angeheuert wurde, noch im Auto gewesen und ist da gestorben. Und wir können das Auto jetzt suchen. Und in dem Auto ist das Zahnrad, was wir brauchen. Das ist sehr weit hergeholt, ich weiß. Aber mehr fällt mir gerade nicht ein. Tja, ich schätze, es geht wieder nach unten. Kann ich aber vorbeilaufen? Danke, dass du Platz gemacht hast. Das war sehr nett von dir. Habe ich nicht erwartet, dass du das tun würdest für uns. Da hinten war auch nichts, ne? Das war wirklich nett von ihr. Ich bin überrascht. So eine nette Person sieht man selten. Gespeichert hatte ich, ne? Junge! Lass mich in Ruhe! Oh, er hat das nicht gesehen. Springt er da hoch? Oh Gott. Du hast eben 40 Platz gemacht. Bitte mach's nochmal. Bitte mach's nochmal. Ich muss in mein Safe Room. Safe Room, Safe Room, Safe Room. Wieso ist der Typ überall, wo ich hin... Ah, Mann, ist das nervig. Oh, Leon sieht so verdreckt aus. Der Arme.
Das ist voll mit Zombie-Kotze und mit Blut und was nicht alles. Mann, hat der coole Lippen. Bitte geh! Bitte geh! Ah! Ich kann mir halt nur vorstellen, dass wir noch zum Auto schützen müssen. Ich weiß doch sonst auch nicht. Das ist 100% unten, dass wir das aufmachen. Und unten ist dann bestimmt das Zahnrad, was wir brauchen. Oder? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich hoffe doch nur. Kann ich noch irgendwas mitnehmen, was ich brauche für unten, für diese Reise? Ich habe alles schon benutzt, was da drin ist. Ich will die Sache einfach nicht wegwerfen. Ich sehe das irgendwie nicht ein. Kann ich jetzt mich wagen? Ich höre ihn. Aber es kann sein, dass er wieder weggegangen ist. Mit nur einem Schuss ist es nicht gut. Er ist noch da, oder? Er kommt wieder. Wieso lebt die Frau immer noch? Ich habe bestimmt 6 Schüsse schon in sie reingehauen. Kann ich an Mr. X-Typen vorbeilaufen? Was soll das? Sag mal. Sie kann die Tür aufschlagen, aber ich darf das nicht. Was soll denn das? Wir müssen... Ich will nicht ewig warten. Wir haben gespeichert. Ich akzeptiere es, falls ich sterbe. Aber ich renne jetzt. Ich komme hier halt nicht wieder hoch, wenn es sein muss. Bitte komm nicht wieder zurück. Er kommt zurück, oder? Nee, es hört sich anders, aber woanders wäre. Er ist woanders. Das ist unsere Chance. Irgendwo hinter uns oder so. Ich habe keine Ahnung. Unsere Chance. Ich kann dieses... Ich kann seinen Stapfen einfach nicht einschätzen, ob es oben ist, ob es unten ist, ob es zur Seite ist. Moment, kann er auch hier reingehen? Mann, ich will meine guten Schüsse nicht an euch verschwenden. Was soll denn das? Oh mein Gott, kann ich vorbeilaufen? Bitte greif mich nicht! Greif mich nicht! Nein, 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 nein. Lasst mich alle in Ruhe. Dankeschön. Okay, ich bin wieder unten. Kann er auch hier unten hingehen? Ich will es gar nicht wissen. Nein. Nein, wieso? Wieso sind hier Hunde? Wieso sind hier Hunde jetzt auf einmal? Wieso? Was soll das? Kann ich das irgendwie an der Tür machen, dass ich sie ein bisschen... Wieso sind hier Hunde? Oh, jetzt kämpft auch noch die verdammte Hundetür. Fritz! Ist er jetzt ganz tot davon? Ich weiß es nicht. Lebt er noch? Oh mein Gott. Er lebt einfach noch. Okay, einer noch. Jetzt komm. Okay, es reicht mir. Halt die Klappe. Oh mein Gott, ich habe keine Muni mehr. Weißt du was? Fall mich an. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Ich habe keine Ahnung mehr. Warum sind hier Hunde? Warum muss ich jetzt damit mich auch noch ablagen? Warum sind hier Hunde? Ich hatte also recht mit dem Auto. Ich hatte recht mit dem Auto. Endlich hatte ich mal bis was recht gehabt. Und was ist da drin? Ein Gewehrschaft?
Das alles für ein Gewerkschaft? Lass mich in Ruhe. Ich gehe. Ich habe gesagt, lass mich. Jetzt speichern und weinen. Ich habe so viel Munition verschwendet für diese Hunde. Warum sind da Hunde? Hä? Was ist denn das jetzt? Benutzen? Hä? Brauche ich davon mehrere? Moment. Das war doch eben... War das eben auch schon da? Ach, für hier drin, ne? Oh, was brauche ich dafür jetzt alles nochmal? Oh mein Gott. Das habe ich eingesetzt. Hier oben brauche ich noch eins. Ach so. Ich wusste nicht, dass hier unten auch noch eine Mission ist. Wo, wieso ist mein Speicherplatz nicht mehr hier? Wieso kann ich nicht mehr speichern? Verdammt. Deswegen, jetzt weiß ich auch, wofür der Hebel da ist. Um... Warum ist die Musik jetzt so? Ist Mr. X wieder hier unten? Der kommt hier nicht runter, oder? Kann der hier runter? Ich sehe den Hund, aber ich kann nichts machen gegen den Hund. Bitte fass mich nicht an. Beiß mich nicht an. Ich bin so enttäuscht. Ich hatte recht mit dem Auto und im Endeffekt ist es nur so ein komischer Gewerkschaft. Ich meine, schön und gut, aber ich hatte auf was Besseres gehofft. Ich hätte auf was anderes gehofft. Irgendwas, was mir hilft. Stattdessen habe ich das bekommen. Das wäre jetzt wirklich enttäuschend. Erst recht, weil ich meine gute Muni verbraucht habe dafür. Ach, Mano. Das ist wirklich enttäuschend. Hier drin war der Speicherort. Ne, danke. Und ich will Mr. X schon wieder rumlaufen. Nächstes Mal stell dich gefälligst vor, bevor du irgendwie rumtrampelst. Wie gemein. Ah, ich weiß nicht mehr, was wir tun sollen. Also ich bin jetzt echt überfragt, was wir machen sollen. Wir haben überall schon geguckt. Wir haben keine Muni. Wir müssen das Zahnrad finden. Aber wir haben doch wieder Muni. Dankeschön. Es reicht also immer, sich ein kleines bisschen zu beschweren. Dann findet man direkt, was man braucht. Da ist der Zombie wieder. Wieso können wir eigentlich nicht rausgehen? Das wäre schön. Ich muss beischleichen, ohne dass er das merkt. Hat er natürlich nicht gehört, dass wir Handwerksarbeiten erledigt haben. Okay. So geht's auch. Wir können uns also dran vorbeischleichen, wenn es sein muss. Hä? Wir können uns vorbeischleichen. Seit wann das? Die haben doch sonst immer sofort reagiert. Der reagiert auch nicht. Hat er jetzt reagiert? Das ist der Einzige, der mal wieder reagiert. Alle anderen haben uns in Ruhe gelassen. Was? Ach so, das Fenster. Ist das irgendwie dunkler geworden? Irgendwie ja, oder? Das sieht ein bisschen komisch aus. Oh, ich höre den Mann schon wieder. Kann ich in die Optionen gehen währenddessen? Ich will mal ganz kurz wegen Textur gucken. Ah, ich habe die... Ich habe die Option entdeckt, die das ein bisschen... Warum muss es erst... Oh, die... Ich dachte gerade, warum eskaliert die Musik? Der Typ ist ja hier. Verdammt nochmal. Manu. Ich hatte die Option untersucht. Ich habe wohl irgendwas eingestellt, was das Bild ein bisschen hässlicher gemacht hat, als es sein sollte. Ich habe es jetzt ausgestellt. Das sieht deutlich besser aus. Übrigens hat mir... Ich habe mit meiner Mutter darüber gesprochen, weil sie fand es ganz interessant, dass ich das Spiel jetzt auch spiele. Und die meinte, dass wir unsere Munition verschwendet haben, denn anscheinend kann man diesen Typen nicht anschießen. Und anscheinend hatte ich recht, dass er wirklich Mr. X heißt. Ich habe ihn eigentlich nur so genannt, weil alles, was so aussieht, nennt man doch direkt Mr. X, oder nicht? Das passt doch sofort.
Also irgendwas habe ich ganz komisch eingestellt. Das muss ich nochmal ändern. Was ist das denn? Warum sieht das so aus? Okay, das ist deutlich besser. Ich werde nie wieder den Grafiken rumstellen. Ich dachte mal, ich gucke mal, was da alles so ist. Ja, das war ein großer Fehler. Jetzt sieht es deutlich besser aus. Und wo war ich eben mit dem... Achso, ja, sie meinte, dass wir den gar nicht umbringen können. Wir müssen nur abhauen. Das heißt, ich habe umsonst also ganz schön viel Munition verbraucht. Das wusste bestimmt auch schon irgendjemand von euch und hat sich bestimmt schon darüber beschwert, dass ich das getan habe. Ach, verdammt nochmal. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, wir könnten ihn vielleicht töten und haben wir uns Ruhe. Anscheinend nicht. Schade eigentlich. Aber passiert nun mal. Hier können wir immer noch nicht rein, ne? Ach, nur doch, das war, wo wir rein konnten. Wir hatten diese Herztüren. Den Herzschlüssel haben wir immer noch nicht gefunden. Wenn wir den finden, dann kommen wir bestimmt weiter. Sieht immer noch grauenvoll hier aus. Ich frage mich auch immer noch, warum das mit dem Auto so war. Das war wirklich fies. Ich weiß, das war so eine extra Angelegenheit wahrscheinlich, dass man einen kleinen Aufsatz findet und so, was super cool sein soll, aber wenn man storymäßig was suchen muss, dann ist das nicht cool, okay, Spiel? Verdammt nochmal. Oder habe ich Sachen, die ich nicht untersucht habe, die ich vielleicht brauche? Wir haben nichts, was uns was bringt, zu untersuchen. Das hier vielleicht, aber da wird doch nichts sein. Nee, das ist halt nur ein Schaft. Schlüssel haben wir. Guck mal, den Schlüssel haben wir auch schon gebraucht. Das war das Einzige, wofür wir das brauchen konnten. Aber den Schaft können wir doch gar nicht benutzen, oder? Für die Mathilda. Haben wir eine Waffe, die so heißt? Warte, und eine Waffe heißt das so, ne? Ja, die Pistole. Wir können es tatsächlich gebrauchen. Ich dachte, das ist für ein Gewehr. Okay, das sieht ja hässlich aus. Was ist denn jetzt los? Das sieht ja richtig dämlich aus. Und was bringt uns das? Mit der Handhabung oder wie? Ach Gottchen. Der Typ muss hier wieder rumlaufen. Der ist nur am Trampeln. Ich glaube, man sollte ihm mal beibringen, wie man leise geht. Das kann nicht angehen, dass er immer nur am Trampeln ist. Kann der Typ überhaupt irgendwas anderes außer Bam, 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 Bam? Jacke. Können wir die nicht anziehen? Made in Heaven. Die würde ich glatt tragen, oder nicht? Das ist unten Bomben? Weißt du, es ist bombastisch, diese Jacke. Ah, es tut jedes Mal weh. So, hier ist ansonsten nichts, ne? Ich glaube, der Typ ist bei uns in der Nähe. Ist er hier? War er hier? Ist er hier? Ich glaube, er war hier. Und ich glaube, er hat gerade die Tür wieder aufgemacht. Also laufen wir. Ich bin mir unsicher. Ich gehe lieber. Wir wissen ja so grob, was Safe Rooms sind. Ich glaube, wir haben drei. Oder ist er hier? Wenn er hier ist, bin ich nicht happy. Oder ist er über uns? Ach, ich bin mir unsicher. Ich würde gerne immer noch die Schreibtische und so aufbekommen. Das verstehe ich nach wie vor nicht. Ach, das Viech, das lebt ja immer noch, ne? Glaubt ihr, wir können das diesmal umbringen? Wir können es versuchen. Immerhin haben wir es ja schon dreimal angeschossen. Wo ist das? Huhu, Viech, wo bist du? Du bist doch hier in der Ecke, oder? Wieso können wir eigentlich nicht Licht ausmachen, wenn es sein muss? Na, endlich ist es tot. Okay, wir haben es geschafft. Endlich ist es tot. Die werden uns also nicht mehr nerven, wenn wir hier aus Flucht rein müssen. So, Locker Room CAP. Aber das hatten wir ja ausprobiert. Das ging ja nicht. CAP. CAP, wir können das trotzdem mal versuchen bei anderen Plätzen noch. Eventuell habe ich da irgendwas nicht richtig gemacht. Was genau ist das? Ist schon wieder das Springviech da? Oder was ist das? Och, er ist das! Huch, never mind. Wir sind also im Safe Room, du kannst uns gar nichts hier.
glaube, wenn er plötzlich eines Tages hier reinkommen kann, dann weine ich. Wir müssen uns CAP merken. CAP. Wir gehen gleich mal in die zu dem Schreibtisch, wo er ist. Das ist ja auch noch was, das wir aufmachen können. Und da versuchen wir dann CAP einzugeben. Mal sehen, ob das was bringt. Ansonsten bleibt uns ja eigentlich nur das Zahnrad finden. Aber war dieses Kreischgeräusch nicht eigentlich von einem von diesen Viechern? Nicht dem, sondern. Ist er wieder da? Ich dachte, er wäre über uns. Bist du über uns oder bist du da hinten? Warum ist das so schwer, deine Schritte zu identifizieren, woher sie kommen? Wo bist du? Verdammt nochmal! Wir haben genug Probleme, wir brauchen dich nicht. Er ist doch irgendwo hier in der Nähe. Mich würde allerdings auch mal interessieren. Bitte komm nicht wieder. Hey, Marvin guckt uns an. Hallo, Marvin. Mich würde auch mal interessieren, wie es aussieht, wenn er uns umbringt. Wisst ihr, diese Sterbeanimation? Lässt er die Türen offen? Du kommst aber nicht wieder hier rein, oder? Er wollte gerade hier reinkommen, oder? Kommt er da nicht mehr rein? Er geht da lang. Ist aber nicht gut, wenn er da lang geht. Dann geht er außen rum. Das ist aber nicht gut. Wisst ihr was? Wir gehen erstmal nach oben. Wir gehen erstmal woanders hin. Wir haben hier noch andere Plätze, wo wir sein können. Den Locker haben wir immer noch nicht aufbekommen. Wieso geht CAP denn nirgendwo? Oder geht das hier? Bitte, bitte geh hier. Oh, das ging hier die ganze Zeit. Bin ich. Ah, ich habe nur einen einzigen getestet vorher. Und hier ist nur Munition drin. Also toll für die Munition, aber. Ernsthaft? Wo ist das? Oben oder unten? Ah! Kommt der hoch? Upsi, nein. Verdammt, ich habe also die ganze Zeit den falschen Locker versucht aufzumachen. Wieso habe ich das CHP da nie eingegeben? Was habe ich denn gemacht? Oder wurde ich abgelenkt von irgendwas? Okay, wir laufen. Wir machen das. Wir brauchen den Mann nicht. Vielleicht ist hier noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Großartig. Weißt du was, mit dir habe ich nichts zu tun. Obwohl, ich muss vielleicht in den Raum. Ich weiß nicht, ob ich da schon alles untersucht habe. Ich bin mir unsicher. Oder vielleicht in dem anderen Raum da hinten. Irgendwo fehlt mir ja noch was Wichtiges, aber ich weiß nicht was. Und wo? Mir fehlt Helga. Dass sie nicht mehr da ist, ist echt traurig. Und mir fehlt meine Munition, die ich an ihm verschwendet habe. Dass die nicht mehr da ist, macht mich noch trauriger. Aber Helga vermisse ich, glaube ich, am meisten. Hallo. Bye. Das hat er hundertprozentig gehört, der Fette. Der Mr. Xy. Ich finde es so witzig, dass ich auf den Namen kam, ohne das zu wissen. Vielleicht habe ich es ja irgendwann mal im Unterbewusstsein irgendwo gespeichert, nachdem ich das mal gehört habe oder so. Dann habe ich das mal irgendwo gelesen. Kraut? Kraut ist immer gut. Oder eben einfach, weil. Ich weiß nicht, die mysteriösen großen Männer mit Hüten, das ist doch immer ein Mr. X-Typ. Jedes Mal heißen die so oder irgendwas in der Art. Oder die haben einfach keinen Namen. Der Namenlose ist so ganz dramatisch. Wo könnte denn hier noch was sein? Ist hier auf dem Dach noch was, was ich nicht gesehen habe? Ich glaube nicht. Wir haben ja bald schon alle Zombies getötet, die auf dieser Map sind, so oft wie wir rumgelaufen sind. Ich höre den Mann auch schon wieder. Ich würde ja gerne in dieses Office gehen, aber wo kriegen wir diesen Herzschlüssel her? Vielleicht kriegen wir den Herzschlüssel ja tatsächlich aus Leons Schreibtisch, den wir rausfinden sollten. Aber ich wüsste nicht, was wir da eintippen könnten. Vielleicht den Mix aus allen Vornamen
Ist hier statt dem, was wir immer gemacht haben, statt Leon S. Kennedy oder sowas, wir nehmen Leon, also das L von Leon, das E für Eddie und das M für Marvin oder sowas. Wir können es mal versuchen. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nicht versucht. Nur, dass Marvin gerade natürlich im Weg ist. Marvin, kannst du mal hier hinten hinkommen? Kann ich vor allem einmal speichern? Einfach aus Sicherheit. Ich traue der Sache immer nie. Oh, da ist der Typ. Ich glaube, wir müssen einmal an Marvin vorbeilaufen. Bitte fass mich nicht an. Natürlich hat er uns trotzdem erwischt. Marvin, musst du auch die Tür campen? Weißt du, campen ist nicht cool. Das ist nicht akzeptiert im Leben. Niemand mag Camper. So, ist da irgendwo ein M für Marvin? Ist da ein P für Phillips? Nein. Ich kann ja mal alle durchgehen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die anderen heißen. Das scheint nicht zu gehen. Heilung haben wir nicht, ne? Nein, das ist jetzt kritisch, dass er uns gebissen hat. Geht das da mit Leon? Scheint nicht zu sein. Was, wenn wir Leon nicht nach vorne setzen, sondern Marvin? Dann Eddie? Und dann Leon? Hier gibt es kein S. Da ist Eddie. Gibt es S in der Mitte? Scheint kein S in der Mitte zu sein. Was genau können wir denn da eingeben? Also ich muss sagen, dieses Rätsel ist, glaube ich, das Einzige, was mich so komplett verwirrt. Weil wir haben ja eigentlich die ganzen Vornamen schon probiert einmal. Aber irgendwas machen wir ja falsch. Wo war das noch? Nach oben. Erster Einsatz hier. Der Schlüssel zum Erfolg. Da ist bestimmt der Schlüssel auch drin, den wir brauchen. Den Initialen unserer Vornamen. Also ich habe das sowieso erstmal die ganze Zeit falsch gemacht. Denke ich mal. Aber von wem? Die Initialen unserer Vornamen. Also Leon wahrscheinlich nicht. Dann wird es Marvin, Eddie und... Wer war der dritte nochmal? Marvin, Eddie und... Was steht auf den Plätzen? David. Marvin, Eddie und David. Marvin, David und Eddie, so rum. Marvin, Eddie und David. Ah, ist M bei was anderem? M ist nicht da. M ist nicht da, richtig. Vielleicht auf der anderen Seite. Marvin. Das geht dann schon wieder nicht. Aber ich dachte eigentlich von der Seite. Oder vielleicht, warte mal, David? Hier sitzt Eddie, richtig. Oh, es geht auch schon wieder los. Kommt er gleich wieder hierher? Bitte komm nicht wieder her. Ich habe was zu tun. Oh, er kommt hierher. Und Nell. Das müssen wir gleich probieren. Wenn der wieder weg ist. Natürlich musste er jetzt zu diesem Zeitpunkt kommen, wo wir gerade beschäftigt sind. Der Typ ist echt nervig, muss ich sagen. Also Marvin ist nicht auf der Seite. Das war ein Fehler. Also Eddie... Nell und wer war der erste nochmal? Ich muss gleich gucken, aber vielleicht ist das so rum richtig? Von dem Schreibtischen und dann auf der Seite jeweils des Schreibtisches? Das kann sein. Das muss ich mir ansehen. Wir haben nichts mehr an Heilung, oder? Ups, ich wollte das einmal reintun, bitte. Und das auch. Wir haben keine Heilung mehr. Das ist blöd. Haben wir irgendwo Heilung mal liegen lassen? Ich wüsste nicht, wo. Geht er gerade hoch? Ich glaube ja. Nee. Ist es jetzt über uns oder ist es neben uns? Ich kann es aber nicht einordnen bei dem Typen. Ich meine, die Musik ist nicht da. Oh mein Gott, der ist auf der Treppe irgendwo. Kommt der runter oder... Wir laufen jetzt einfach. Oh, ich habe mich gerade richtig erschrocken. Und das nur von dem Schatten, der sich geändert hat wegen unserer Taschenlampe. Oh, ich bin richtig einmal hochgesprungen auf meinem Sitz. Ach Mann, dieses Spiel. Das ist Neil, das ist Eddie und das ist David. N-E-D. N-E-D. Tatsächlich, so war das. Hier ist Marvin, Rita und... Wer ist der Letzte? Leon wahrscheinlich, ne? M-R-L, können wir mal versuchen? M-R und da ist kein L.
Wir gehen einfach alle durch. Geh. Wir haben es geschafft. Oh mein Gott, endlich. Ach, und das ist ein weiteres Magazin, aber kein Schlüssel. Ich dachte jetzt, da ist ein Schlüssel zum Erfolg, wisst ihr, und dann so. Verdammt, schade. Schade, aber wir haben es immerhin endlich mal aufbekommen. Mein Gott, hat das lange gedauert. Mann, war ich blöd. Ich habe die ganze Zeit selber von rausprobiert und nicht gedacht, auf dem Tisch die Initialien. Und das auch in der Reihenfolge. Oh, das war dämlich. Das kann nicht wahr sein. Oh, da würde ich ungern rausgehen wegen Marvin. Schade, aber Schlüssel zum Erfolg. Ich dachte echt, da ist ein Schlüssel, der dann auf uns wartet. Ist er gerade hier? Kommt er gerade runter? Ich weiß es nicht. Bitte komm nicht runter. Er kommt runter. Das hier ist ja auch ein Safe Room. Das sollte gehen. Wir bleiben einfach hier. Ist hier noch irgendwas, was wir übersehen haben? Ich meine nicht. Wir haben hier alles abgeholt. Der Raum hier ist komplett fertig. Meiner Ansicht nach. Nicht, dass wir irgendwas vergessen haben. Wisst ihr, ich nutze diese schönen Safe Room Pausen einfach. Da ist er. Dass ich trinken kann. Das ist doch eine gute Gelegenheit.